بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أكرم الأكرمين. أما بعد، Wir sind mit unserer fünften Folge und fangen heute, inshallah, mit Ahkam al-Mim an. Ahkam al-Mim sind drei. Heute werden wir nur eine lernen, und zwar Al-Ikhfa al-Shafawi. Al-Ikhfa al-Shafawi. Al-Ikhfa al-Shafawi ist nicht so wie beim Nun, sondern hier haben wir den Mim al-Sakin und danach kommt Ba. Kommen wir zu den Beispielen. Beim ersten Beispiel sagen wir, وَهُمْ بِالْآخِرَةِ كَافِرُونَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ كَافِرُونَ Das bedeutet, wir halten den Mim ein wenig, also wir bleiben beim Mim ein wenig und drücken nicht fest. Also das habe ich jetzt hier in Ägypten gelernt. Genauso beim nächsten Beispiel. يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ Und hier seht ihr genauso, dass wir beim Mim stehen geblieben sind und es leicht gemacht haben, also nicht richtig die Lippen gepresst haben. Und somit sind wir fertig mit dieser Folge. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.